10 Entdeckungen, die die Welt in Angst und Schrecken versetzten. Die Welt ist ein riesiger Ort mit langer Geschichte. Das bedeutet, dass es viele Dinge gibt, die an verschiedenen Plätzen auf der Welt versteckt sind. Wenn wir hin und wieder eines davon entdecken, kann das die Welt in Panik versetzen. Von einem Seedrachen bis zu einem mumifizierten Haustier. Hier sind 10 Entdeckungen, die die Welt in Angst und Schrecken versetzten. Amazing! Woohoo! Jurassischer Seedrache. Die Unterwasserwelt ist tatsächlich gruseliger als die an Land. Britische Paläontologen bestätigen dies, als sie das größte Meeresreptil aller Zeiten ausgruben. Es lebte vor 180 Millionen Jahren, was gut ist, denn wenn es heute leben würde, sähe dagegen der weiße Hai wie ein Baby aus. Seine Skelettreste sind über 10 Meter lang und allein der Schädel wiegt 900 Kilo. Damit ist er der größte seiner Art in Großbritannien und hat das vollständigste Skelett aller alten Meerestiere. Die Wissenschaftler entdeckten es zufällig bei Wartungsarbeiten in einer Lagune im Naturschutzgebiet Rutland Water. Wissenschaftler glauben, dass diese Kreaturen nur 24 Millionen Jahre vor dem Asteroideneinschlag, der die Herrschaft der Dinosaurier beendete, ausstarben. Neue Spinne in Miami. Jeder mit einer Spinnenphobie wird dir sagen, dass diese Kreaturen extrem unheimlich sein können. Aber wenn du denkst, dass die heutigen Meerbeiner gruselig sind, warte, bis du herausfindest, dass die Natur neue Spinnen freisetzt. Wenn du diese Tarantula-ähnlichen Tiere siehst, sehen sie erstmal harmlos aus. Sie sind nicht größer als eine Münze, aber lass dich nicht täuschen. Sie haben ein gefährliches Gift, das sich beim Biss wie ein Bienenstich anfühlt. Sie wurden erstmals von einem Wärter in einem Zoo in Miami entdeckt und werden seitdem als Pine Rockland Trapdoor Spider bezeichnet. Diese Spinnen haben eine spezielle Jagdtechnik. Sie legen Höhlen mit Falltüren an, in denen sie sich verstecken, bevor sie herausspringen und sich ihre Beute schnappen, sobald sie zu nahe kommt. Glücklicherweise ernähren sie sich nur von winzigen Käfern und ihr Gift ist für den Menschen nicht tödlich. Gruseliger Wurm. Ein winziges, albtraumhaftes Wesen ist der erste echte Tausendfüßler der Welt auf Platz 8. Das ist verwirrend, weil wir glauben, dass alle von ihnen 1000 Beine haben, aber das stimmt nicht. Bis zu dieser Entdeckung lag die höchste Beinzahl bei 750. Man nennt sie nur Tausendfüßler, weil sie eben so viele Beine haben. Dieser neue bricht diesen Rekord mit 1306 Beinen. Die sogenannte Eumelipes Persephone sieht aus wie etwas aus einem Science-Fiction-Film. Sie wurde tief unter der Erde von Westaustralien entdeckt. Es ist ein superlanger Tausendfüßler und der Rekordhalter für die Kreatur mit der größten Beinanzahl. Lucy. 1974 entdeckten Paläoanthropologen im Afar-Dreieck in Äthiopien hunderte von Knochenfossilien. Sie wussten damals nicht, dass sie gerade das erste Fossil der Hominidenart Australopithecus afarensis gefunden hatten. Jahrzehntelang blieben die Knochen von Lucy, die vor über 3,2 Millionen Jahren lebte, unberührt. Selbst als Wissenschaftler sie entdeckten, wussten sie nichts Genaues. Es war das erste Mal, dass diese Art identifiziert wurde. Diese Entdeckung war lange Zeit das einzige bekannte Skelett des Australopithecus afarensis. Obwohl man in den 1990er Jahren weitere Exemplare fand, prägten diese Knochen, was wir heute über unsere Vorfahren wissen. Das Mädchen. Dieses Mädchen sieht aus, als würde sie ein Nickerchen machen. Du wärst schockiert, wenn du herausfinden würdest, dass sie seit über 500 Jahren so da liegt. Auch Wissenschaftler waren entsetzt, als sie 1999 die mumifizierten Überreste in Argentinien fanden. Sie ist eine von drei Mumien, die auf dem 6700 Meter hohen Mount Lullayaco, einem Vulkan 480 Kilometer westlich von hier, nahe der chilenischen Grenze gefunden wurden. Es waren einige der am besten erhaltenen Mumien, die je entdeckt wurden. Sogar ihre inneren Organe waren noch intakt und Blut war noch in Herz und Lungen. Haut- und Gesichtszüge waren unversehrt. Niemand weiß, wie sie auf den Gipfel gelangt sind oder was sie dort machten, aber Wissenschaftler glauben, dass es ein religiöses Ritual gewesen sein könnte. Frau mit Hüftzähnen.
2013 entdeckten spanische Archäologen in der Nähe des katalonischen Lleida die Überreste einer seltsamen Frau. Sie sah normal aus, aber irgendetwas stimmte nicht. Sie war vor etwa 1500 Jahren gestorben. Doch als sie die Leiche untersuchten, sahen sie, dass Zähne aus ihrem Becken wuchsen. Das löste bei allen Fachleuten einen Schock aus. Es gibt zwar Mythen darüber, aber dieser Fall war der erste seiner Art, der jemals entdeckt wurde. Schließlich fand man heraus, dass die Zähne von einem Tumor in den Eierstöcken kamen. Dieser bildet sich aus Keimzellen und ist harmlos, kann aber bizarre Folgen haben, wie das Wachstum von Haaren, Zähnen und Knochen. Überreste eines Mammuts. Im November 2019 entdeckten Archäologen bei Ausgrabungen für eine Mülldeponie die größte Sammlung von Mammutüberresten der Geschichte. Über 800 Knochen lagen in einer verlassenen Stätte im mexikanischen Tultepec. Man fand auch zwei Mammutfallen, die ersten jemals entdeckten derartigen Vorrichtungen. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte Mexikos waren es zwei von Menschenhand gebaute Gruben, die vor 15.000 Jahren gegraben wurden, in die die Menschen damals Mammuts getrieben haben könnten. Sie sind 25 Meter lang und 1 Meter tief. Experten glauben, dass sie auch für andere Tiere genutzt wurden, da man Überreste einer ausgestorbenen Pferde- und Kamelart fand. Überreste einer Amazone. Wenn du schon mal einen Superheldenfilm gesehen hast, kennst du wahrscheinlich die Amazonenkriegerinnen, die kraftvoll kämpften und viele Armeen besiegten. Wusstest du, dass sie ein Mythos sind? Nun, das dachte man, bis Archäologen etwas in Russland entdeckten. Es stellte sich heraus, dass sie vielleicht doch keine mythischen Figuren sind. Die Überreste der vier weiblichen Skelette, die Wissenschaftler im Ostrogoski-Bezirk fanden, könnten tapfere Frauen um das 4. Jahrhundert vor Christus gewesen sein. Sie waren zwischen 12 und 50 Jahren alt. Die älteste trug eine gut erhaltene vergoldete Kopfbedeckung, die vermutlich zu den reichsten Königsgräbern Skythiens gehörte. Man fand auch Gegenstände wie Pfeilspitzen, Pferdegeschirr und Eisenmesser, was bedeutet, dass sie einer Kriegergruppe angehörten. Der Tunnel des Todes. Als Archäologen in den Wäldern nahe dem französischen Rhin einen Haufen knöcherner Überreste in einem Tunnel entdeckten, dachten sie, ihr Fund stammt von einem damaligen Unfall. Bei näherer Betrachtung stellte sich jedoch heraus, dass die Leichen schon seit über einem Jahrhundert dort lagen. Sie stammten von 270 deutschen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist an sich schon seltsam, aber wie sie gestorben sind, macht es so erschreckend. Es könnte sich nämlich um die Überreste des ersten Einsatzes chemischer Kampfstoffe handeln. Die französischen Truppen versuchten 1917 den Winterbergtunnel zurückzuerobern. Sie sprengten deshalb den Zugang und der Einsturz löste eine Wolke aus Säuredämpfen aus. Kurz darauf starben die Überlebenden der Explosion an diesen Dämpfen. Sie blieben dort und bald geriet der Tunnel in Vergessenheit. Er wurde erst über ein Jahrhundert später wieder geöffnet, als französische Historiker ihn entdeckten. Mumifizierte Haustiere. Mumien sind eine der wichtigsten und zugleich erschreckendsten Entdeckungen aller Zeiten. Die Idee der alten Ägypter, Menschen zu konservieren, schien durch nichts zu übertreffen zu sein. Aber gerade wenn man denkt, das war der Höhepunkt, bewiesen die Ägypter, dass es noch seltsamer geht. Dieses Bild sieht aus wie ein Horror-Fotoshooting, aber es ist echt. Es handelt sich um ein mumifiziertes Haustier aus der Zeit, als die ägyptische Zivilisation auf ihrem Höhepunkt war. Sie kümmerten sich um ihre Haustiere, doch während alle anderen diese Liebe auf dieses Leben beschränkten, nahmen die Ägypter ihre tierischen Begleiter mit ins Jenseits. Tiere wurden als Inkarnationen von Göttern betrachtet. Diese Zivilisation mumifizierte Katzen, Vögel und verschiedene andere Haustiere, um sie zu ehren oder ihre Freundschaft im Jenseits fortzusetzen. Was hältst du von der Mumifizierung von Haustieren? Barbarische Praxis oder Akt der Liebe über das Leben hinaus? Schreib es in die Kommentare.